Willkommen zurück zu Far Cry 2. Beim letzten Mal haben wir Leute in die Luft gejagt und Dinge getötet und eine Mission angenommen. Mit dieser Mission werden wir die Weltherrschaft an mich reißen oder Diamanten finden oder auch vielleicht irgendwann mal den Schakal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir müssen immer noch da lang. Warte. Ich drücke mal das Verkehrte, wenn ich hier rauszoomen will. Ja, wir wollen zum Blauen, glaube ich. Da treffen wir unseren Kumpel. Und zum Roten ist quasi unser Hauptziel. Ja, das heißt, der Blaue ist auf dem Weg. Das machen wir dann zuerst. Ich glaube, wir machen auch wahrscheinlich überwiegend immer so Zeug, wo wir halt dann erstmal den Kumpels irgendwie erstmal die Quest abnehmen und dann halt zu der eigentlichen Quest, wo ich ja hin soll. Also müssen wir mal gucken. Also außer es liegt da halt wirklich irgendwie am Arsch der Welt. So wirklich auseinander. Ne? Das eine ist, keine Ahnung, oben rechts in der Ecke, das andere ist unten links in der Ecke. Von der Gesamtkarte gesehen, ne? Aber gut, jetzt hier mit meinem Truck. Ich könnte eigentlich irgendwo aussteigen und Diamanten holen. Aber bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, mir sind Diamanten relativ egal. Ja, wenn ich mir denke, so, ich muss halt immer zum Shop und dann halt dann da irgendwie Sachen kaufen, wo ich mir dann denke, so, ja, ich kann auch einfach den nächstbesten Beppo, der meint, so mit Blei auf mich zu schießen, irgendwie eine Waffe abnehmen. Ja, das ist es ja. Du kannst ja wirklich jedem eine Waffe abnehmen. Es gibt für mich wenig Gründe, irgendwie eine Waffe zu kaufen. Verbesserung? Ja, das sieht schon anders aus. Also grundsätzlich. Ich bin noch skeptisch. Und wir kriegen ja auch an sich relativ gut Diamanten. Oh, Scheißkarre ist das hier. Hat die geklaut. Oh, das war ich. Ernsthaft. Junge. Ich muss doch mal auf die Karte gucken hier. Willst du mal eine Bildzeitung lesen? Ja, nee. Er will's nicht anders. Du hast nicht zu schreien, wenn du tot bist. Na toll, jetzt ist mein Auto ausschrotten. Dann danke auch, ihr Penner. Das ist für mein Auto. Ich hab den tatsächlich Kiel aufgeschnitten. Interessant. Und das im Kreuzverfahren nur. So. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch so drin? Och, das ist ja genug. Damit kann ich ja irgendwie noch ein halbes Bataillon von den Viechern hier ausrotten. Man nennt es auch Menschen. Diese Viechers. Was? Wo? Wo? Da! Nimm das, du Scheißpalme! Putin. Es ist wirklich wie in Far Cry 1. Ich sehe meinen Gegner nicht. Ich sterbe einfach nur. Das ist mit Drogen. Drogen sind nicht gut, Kinders. Hey. Oh, da flog ein bisschen das Autoteil weg. Aber nicht weiter wild. Ey. Putin, hör auf. Wir sind wieder überall hier. Überall. Und ich brauche immer meine Drogen. Drogen sind nicht gut, Kinders. Hast du gehört? Hey, du Buschjunge. Genau, mach mal eine Schwalbe, wenn du stirbst. Du bist auch so eine gelernte Sturmtruppe, ne? Könnte es ich sein. So, ich habe jetzt hier ganz viel Spritze verbraucht. Bestimmt gibt es ja auch hier wieder eine. Oder ein ganzes Paket. Irgendwie so ein ganzes Impfpaket gibt es bestimmt hier. Nächste Runde irgendwie. Hier, komm, nimm mal das. Ist effektiver. Das macht auch den Weg frei. So. Ich brauche gar keinen Granatenwerfer.
So, wo muss ich denn jetzt lang? Safe House ist irgendwo da. Was ist das da? Das, wo jetzt meine Fallspazieren zeigt. Ich habe keine Ahnung. Ist hier nicht mehr drauf, ne? So, dann gehen wir da mal lang. Nur mal kurz gucken. Vielleicht ist das ja interessant. Aber auf der anderen Seite da irgendwie auch wieder so ein Außenposten. Bei denen hier haben wir jetzt wohl noch nicht ganz geklärt. Ich weiß nicht. Jetzt kann ich noch keine Meldung. Hey, du hast den Außenposten von so und so viel hier aufgeklärt. Aber ich sehe auch hier keine Gegner mehr. Und wenn, dann sehen die mich sowieso zuvor. Ich kann mal speichern, so zur Abwechslung. Ist aber wirklich keiner da. Na toll. Irgendwie ganz galant darüber springen ist auch nicht drin. Saftladen. So. Ich habe auch kein Auto stehen lassen, ne? Oder gerade eins übersehen. Alles ist möglich. Ach, da ist auch... Nee, das Speicherhaus ist auf der anderen Seite des Gebirges. Okay. So. Da. Da ist irgendwas Eingezäuntes. Ich würde sagen, ist Privatgelände. Hey, cool, ein Auto für mich. Das kann ich gebrauchen. Jemand hat das Tor so eng zugemacht. Da kommt doch keiner mit einem Jeep hier durch. Guten Tag. Was geht denn hier ab? Cool. Echt? Hier. Willst du mal ein Auto von vorne sehen, ja? Aus der Nähe. Oh nein, er hat auch ein Auto. Mein Auto dampft schon wieder. Das ist kein gutes. Das ist ein Dampfauto. So wie ein Dampflok, nur mit Autos. Das musste mal ganz kurz sein. Wow, das war knapp. Weißt du, wenn es einfach nur hinter dir... Wum, wum, hörst, ne? Und dann so denkst du, ich habe eigentlich die falsche Waffe dafür ausgerüstet, weil wegen Explosionseffekt und so. Und dann so Glück hast, dass das Auto gerade so irgendwie an dir vorbeigeflogen ist. Dann weißt du Bescheid. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel ziemlich braun ist. In der Savanne hier gibt es relativ wenig Grün. Das Grün, was hier ist, ist ziemlich braun. Weitestgehend hier so ist Gras und so, Lichteffekte. Ja, ja. So, laufe ich denn jetzt noch richtig? Ja, das kann man so machen. Ein Auto hätte ich gern. Ich habe auch vorhin gesehen, es gibt Statistiken. Und da bin ich mehr gelaufen als gefahren. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Und auch andere nette Statistiken, die da so aufgeführt sind bislang. Wir haben noch nicht wirklich viel gespielt. Ich habe auch nicht wirklich viel gemacht, so gefühlt. Ich bin auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal gestorben. Deswegen speichere ich. Da hinten läuft einer. Ey, du. Hast du es gesehen? Ich schon. Da, nochmal für dich aus der Nähe. Oh, ach, Leute. Ey, nicht schießen, sagt der. Und ich habe gar nicht geschossen. Ey. Ach, Mann, diese Scheißwaffe. Werfst du dir gleich einen Kopf? Ey. Ey. Ey, sag dich. Hier. Also wirklich. Immer diese Hobby-Amateure hier. Hey, cool, was gibt's zu essen? Ach, schon wieder nichts. Dasselbe wie gestern.
Ne, was ist denn Tier? Munition, ja. Frisst Blei. Wortwörtlich, ne? Ja. Wieder kann ich nicht rein. Ist das hier kein Safe House? Das ist ein Safe House. Ups. Aber ich kann ja nicht rein. Ist nicht so safe hier. Hat das Ding vielleicht einen anderen Eingang? Nein. Und kann ich da jetzt hier nicht rein? Türknopf ist da. Ist aber nicht. Ich komme da nicht rein. Na dann halt nicht. Speichere ich halt so. Klau mir ein Auto. Ich bin da ja nicht so. Miau. Far Cry 2, auch bekannt als Savannenkart. Vorne muss ich gleich hinten irgendwie rum. Wir sind bald da. Bald ist ein sehr dehnbarer Begriff. Auch wer ballert denn jetzt schon wieder? Sind das wieder die Jungs vom Ballermann oder was? Ich wollte hier doch nur mal um eine Kurve. Schon wieder zu viel verlangt, weißt du? Steig hier mal aus. So. Hier. Spielt man damit. Und dann habe ich hier noch was. Da. Bitteschön. Oh. Wo mal das Ding hingeflogen ist. Ist weg. Lade nach. Im Moment ist aber ein bisschen mit nach. Komm mir nicht zu nahe, Junge. Das. Alter, jede Scheißwaffe hängt hier. Aus die Machete. Die geht durch wie Buller. Ich kann nicht laufen, oder was hat er gesagt? Ich gebe den Grund nicht zu laufen. Na toll. Wo denn? Warum denn? Wer auch immer da steht, darf sterben. Ich sehe sie mich. Das ist mein Lieblingsspiel. Ja, hier, komm. Pistole kann ich auch. Scheiße. Nimm das. So, bin ich jetzt out of money? Das ist ja toll. Ich bin ziemlich leer. Na dann. Ran an den Meter. Hey. Zack. Bam. Und hier der andere, da ist er. So. Auch da stehen noch welche. Immer Drogen. Aua. Tut auf jemanden. Mit dem Finger die Kugel rauskokeln, weißt du? Bitte, was war das? Hast du gesagt, die wird scheiße? Zeig dir gleich, was scheiße ist. Der hat ein bisschen rumgestöhnt, weil ich jetzt vor ihm stand. Und er hat eine Granate ausgekackt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Natürlich jetzt, ne? Keine fetten Wummen mehr. Das hier ist eine fette Wumme, aber trotzdem. Keine fetten Granatwerfer mehr. Aber wir haben eine möchtige Kalaschnikow. Sag mal, ist da irgendwie ein Spawner im Baum oder so? So wie in Minecraft? Wo denn genau? Ich drehe mich hier auch noch fünfmal um, gucke gerne nach dem Gegner, aber ich sehe es nicht. Wo?
Da. Irgendwo ist hier was. Ich sehe es partout nicht, ne? Ich sehe es nicht. Der. Okay. Der hat sich schon, ne, ziemlich gut im hohen Gras halt geduckt. Nochmal einen Finger in den Arm stecken. Nom nom nom. So. Hat hier jemand ein Medikit? Ich bin out of Spritzen. Das ist keine Übung. Keiner mehr da, das ist gut. Das bedeutet, ich habe sie alle getötet. Oh. Ich möchte das nur noch mal demonstrieren, ja? Nur noch mal für das Protokoll. Hier. Sandsäcke. Gewehr. Ich bin auf der anderen Seite der Sandsäcke und... ja. Okay. Hier rüber gestiegen. Das hätte in keinem anderen Spiel so funktioniert. Aber okay. Ich habe damit kein Problem. Zurück ist halt nicht mehr. Da musst du hier lang. Ernsthaft. Du mit deinem scheiß Malaria. Boah, ey, sei doch einfach mal gesund. Das ist ein bisschen, ne, Castlevania 2 Flair. It's a horrible night to have a curse. Ich komm wahrscheinlich dann irgendwann auch noch in unpassenden Momenten oder sowas. Dann zeige ich aber immer noch kein... kein Medikit, ne? Na gut, dann düsen wir mal weiter. Munter fröhlich. Ich hätte das Auto mitnehmen können. Egal. Egal, egal. Egal, egal. Ich kann mal speichern, so zur Abwechslung. Ist das erzählt, wo ich hin muss? Ich glaube fast ja. Wo geht's denn dann dahin? Irgendwo. Cool. So, guten Tag. Hier komme ich rein, nicht so wie das andere aus. Lange nicht gesehen. Oh, du bist hier, gut, wir haben was zu erledigen. Weißt du, dass der Ex-König wieder da ist? Unglaublich, dass Niele so dreist, wie du meinst. Weißt du, dass der Ex-König wieder da ist? Unglaublich, dass Niele so dreist ist. Weißt du, was er diesem Land angetan hat? Er hat es ausgeweidet und ausbluten lassen. Er ist der Hauptgrund, warum das Land am Arsch ist. Du würdest dem Land einen Gefallen tun, wenn du diesen Wichser umlegst. Okay. Was krieg ich hin? Er ist oben im Fort der Legion. Du kannst ihn problemlos töten. Noch was. Danach musst du ihm seinen Siegelring abnehmen. Rechte Hand. Sein Sohn will ihn haben, Prinz Edward. Er hat hohen ideellen Wert für ihn. Okay. Wenn er den Ring hat, was wird aus dem Gold? Er erlaubt der Front, sich darum zu kümmern. Weißt du, ich habe mal Bodyguard für den Typ gespielt. Der ist in Ordnung. Wir treffen dich hier wieder. Er denkt nicht daran, in Afrika auf König zu machen. Er hängt lieber in Monte Carlo ab. Selbst das Gold seines Alten ist ihm egal. So ist das mit den Superreichen, außerhalb meiner Vorstellungskraft. Tja, kannst nichts machen, ne? Kannst du mal angucken zu. So, gibt's denn hier kein Medikit? Warum denn nicht? Kann ich hier... Wo ist jetzt, ne? Was ist das? Kurz vor 8? Ist das jetzt morgens? Ist es abends? Ich habe keine Ahnung. An sich hatten wir jetzt noch nicht wirklich langen Tag. Das ist richtig. Ja, endlich stimmt mir mal jemand zu. Gut. Es ist kein Medikit da. So. Die Waffe haben wir jetzt hier so was. Das sieht doch mal ganz nett aus, so zwischendurch. Jetzt muss ich ins Vor. Und dann kann ich immer noch da oben die Quest quasi abgeben, ne? Na gut. Dann auf. Ohne Fleiß kein Preis. Und ohne Siegering von einem Toten kein Gold für andere. Macht das Sinn? Ich weiß ja nicht. Aber gut, ich würde sagen, wie das jetzt von uns weitergeht, das gucken wir uns an. In der nächsten Folge von Far Cry 2. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss mit Ö. Yay!
nächstes Mal dann munter fröhlich weitersterben. Kann ja nur gut werden. Also dann, bis denn.